10分ぐらいに自宅を出て、この坂を下って。Ich verließ das Haus morgens um 6:50 und ging den Weg runter zum Bahnhof. Von dieser Station aus nahm ich den Zug um 7:07 Uhr. Die Fahrt dauerte eine Stunde. Ich ging damals zur Senior High School. Ich war ein Schüler, der viel lernen wollte. Kaum saß ich im Zug, habe ich schon meine Sachen aus der Tasche gekramt und Texte gelernt. Manchmal habe ich auf dem Bahnsteig noch ein Mädchen angesprochen und bin dann mit ihr zusammen in den Zug eingestiegen. So war das damals am Bahnhof. Wie traurig. Wie soll ich mich ausdrücken? Ich hätte niemals gedacht, dass die Landschaft hier einfach verschwinden könnte. Der Deich ist weg. Überall ist nichts. Ich bin nicht traurig, eher verzweifelt. Hier erinnert mich nichts mehr daran, wie es war. Während ich damals auf den Zug wartete, blickte ich selbstverständlich immer aufs Meer hinaus. Wie beschreibe ich das am besten? Es ist ein Gefühl des Verlusts. Viele meiner Freunde leben jetzt in Notunterkünften. Ich hätte nicht zum Bahnsteig gehen sollen. Das bringt doch nichts. Es hat gar keinen Sinn, wenn ich weine. Aber ich habe so viel verloren. Ich bin verzweifelt und schwach. Es ist leider kein sehr gutes Interview geworden. Takashi Sato ist Chefredakteur von Fukushima Central Television, einem regionalen Fernsehsender, dessen Journalisten im März 2011 von Ereignissen überwältigt werden, über die sie sonst nur berichten. Die Wände des Redaktionsflurs sind übervoll bedeckt mit Inhaltslisten zu Videobändern, die hier seither gedreht werden. Zeugnisse einer der größten Katastrophen der Menschheitsgeschichte. Auf diesen Wänden sind alle Aufnahmen erfasst, die wir am 11. März 2011 und in der darauf folgenden Zeit über die Katastrophe und ihre Folgen gedreht haben. Normalerweise drehen wir nicht so viel, nun aber schon. Wir haben damals begonnen, diese Listen anzulegen, damit die Redakteure sich besser zurechtfinden. Hier zum Beispiel sind der 11. und 12. März zu finden. Hier haben wir Fukushima, Kernkraftwerksblock Nummer 1, Wasserstoffexplosion. Im ersten Jahr nach dem Tohoku-Erdbeben haben wir 6000 Bänder verbraucht. Normalerweise verbrauchen wir in diesem Zeitraum 1000 Bänder. Eine automatische Kamera auf dem Sendemast von Fukushima Central Television filmt, wie alles begann. Jede Fernsehstation ist mit einem sekundengenauen Erdbebenvorwarnsystem ausgestattet. Aber diesmal bleiben nicht einmal die wenigen Momente zwischen Alarm und Eintreffen der Erdstöße. Als der Warnton des automatischen Erdbebenwarnsystems im Redaktionsraum startete, habe ich mich gerade auf meinen Auftritt als Sprecherin vorbereitet. Jetzt machte ich mich auf die Suche nach Informationen, wo und wie stark das Erdbeben zu spüren sein würde. Aber dann war es schon da. Ich wollte aufstehen, aber die Erschütterungen waren zu stark, um auch nur wenige Meter zu laufen. Thank you.
Das Erdbeben war definitiv kein gewöhnliches Beben. Hier bebt die Erde ja öfter, aber dieses dauerte ungewöhnlich lange. Ich habe Angst bekommen, dass das Gebäude zusammenbricht und bin mit den Kollegen nach draußen geflüchtet. Aber zugleich dachte ich auch, ich bin Kameramann, ich muss jetzt einfach drehen. Ich fühlte die Verpflichtung, weiterzudrehen. Ein anderes Team des Senders war zu dieser Zeit gerade unterwegs, geleitet vom jungen Live-Reporter Masanobu Murakami. Im Auto spüre ich, wie die Erde bebt. Du lieber Himmel, ist das Rauch da hinten? Es ist unglaublich. Ich bin auf der Bundesstraße Nummer 4 und wie Sie sehen können, schwanken die Straßenschilder. Die Erde bebt stark. Du hast mich im Fernsehen gesehen, ja? Hast du Papa im Fernsehen gesehen? Wie war das? Das war krass. Was? Das war krass. Ach, krass war es also. Wir konnten ja nie zusammenschauen. Aber die Kinder sagen, wenn sie mich auf dem Fernseher sehen, macht es sie glücklich. Murakami drehte während des Erdbebens einfach so viel er konnte. Ich versuchte dauernd, den Fernseher festzuhalten, damit er nicht runterfällt. Meine Tochter hatte wirklich Angst. Nicht wahr? Ich habe geweint. Sie verstand nicht, was passierte und hat vor Angst geschrien. Ihr Bruder hat sich unter den Wohnzimmertisch verkrochen und blieb dort ganz regungslos. Die aktuelle Uhrzeit ist 14.54 Uhr. Sie hören viel Lärm um mich herum. Es ist möglich, dass noch weitere Nachbeben folgen. Bringen Sie sich in Sicherheit. Verhalten Sie sich jetzt bitte ruhig und bringen Sie sich in Sicherheit. Brände sollten Sie erst nach dem Beben löschen. Die Teams von Fukushima Central Television sind unterwegs in Koriyama, dem wirtschaftlichen Zentrum der Präfektur Fukushima. Atemlos sammeln sie Bilder von den Folgen des Erdbebens. Etwa 330.000 Menschen leben in Koriyama. Der Shinkansen, der japanische Hochgeschwindigkeitszug, wird bei Erdbeben automatisch angehalten. Viele Leute gehen zum Bahnhof. Normalerweise ist von hier aus in weniger als 2 Stunden Tokio erreichbar. Wir bitten um Ihr Verständnis. Bis auf Weiteres ist der Betrieb des Schnellzuges Shinkansen und der Regionalbahnen eingestellt. Murakami berichtet während des Erdbebens weiter aus einem Friseursalon. Seine Kollegen im Studio informieren die Menschen, so gut es eben geht. Reporter und Bevölkerung befinden sich in einem Schockzustand. Diese Mädchen haben sich auf den Schulhof ihrer Schule gerettet. Ich wollte unbedingt raus und selbst berichten. In unmittelbarer Nähe unseres Senders befindet sich das Nitto-Hospital. Im Krankenhaus sammelten sich viele Menschen. Es war brechend voll, schon hier in der Rezeption. Alles voller Patienten. Ich kam erst gar nicht rein, so voll war es. Dann sah ich einen Arzt im Operationskittel. Ihn hatte das Beben mitten in einer Operation überrascht. Zum Glück sprang ein Notstromgenerator an und er konnte den Eingriff zu Ende führen. Das Einzige, was ich tun konnte, war zu berichten. Ansonsten fühlte ich mich ohnmächtig und konnte gar nichts tun. Nach dem Erdbeben herrscht eine merkwürdige Ruhe. Der Verkehr ist zusammengebrochen. An der Küste rechnet man mit einem Tsunami. Aber hier in der Stadt Sendai, 10 Kilometer vom Meer entfernt, werden die Reporter von den Fluten völlig überrascht. Schnell, weg hier. Wir müssen uns in Sicherheit bringen, wir müssen fliehen.
Der Tsunami ist schon hier. Wir müssen raus hier, so schnell es geht. Lasst uns aussteigen. Die Reporter versuchen, ein möglichst hohes Gebäude mit einer Außentreppe zu finden, um sich vor der Flut zu retten. Der Tsunami schiebt alles weg. Menschen, Autos. Halten Sie sich an irgendetwas fest. Da sind Menschen auf den Autos. Los, klettern Sie auf Ihr Autodach. Beruhigen Sie sich. Klettern Sie auf das Dach. Es herrscht noch Winter in der Präfektur Fukushima. Die Wassertemperatur beträgt weniger als 10 Grad. Kein Mensch kann es lange im Wasser aushalten. Den Reportern bleibt vorerst nichts anderes übrig, als in sicherer Höhe auszuharren. Während die Menschen in Sendai um ihr Leben kämpfen, filmt ein Amateur an der Küste zufällig ganz aus der Nähe, wie eine Welle auf die Anlage des Kernkraftwerks Fukushima Daiichi trifft. Jede Welle des Tsunamis nimmt Menschen und Material beim Zurückfließen mit hinaus aufs offene Meer. Die Reporter geben diese Aufnahmen frei, weil der Mann auf dem schwimmenden Hausdach später noch gerettet wurde, bevor der Pazifik ihn wegtragen konnte. Noch am selben Nachmittag beginnen die Aufräum- und Rettungsarbeiten. Niemand weiß zu diesem Zeitpunkt, wie viele Opfer das Desaster bereits gekostet hat. Mit der Dämmerung beruhigt sich das Wasser. Unter der Brücke von Soma hindurch fließt das letzte Wasser des Tsunamis ab. Als die Dämmerung einbrach, wollten wir in den Notunterkünften weiterdrehen. Aber wir sahen keinen Menschen. Es war dunkel. Und mein Kameramann bezweifelte, dass wir überhaupt irgendwen finden würden.
Dann haben wir unsere Batterielampe eingeschaltet. Dicht gedrängt hockten die Leute beieinander. Es waren so viele. Sie zitterten am ganzen Leib und waren sehr still. Wir haben die Lampe sofort wieder ausgemacht und im Dunkeln weitergedreht. Wir waren die Ersten, die sie nach der Katastrophe gesehen haben. Sie wussten nichts und fragten uns, was genau passiert war. In dieser Nacht gab es keinen elektrischen Strom. Es war eine rabenschwarze Nacht und es gab viele Nachbeben. Die Kinder hatten Angst, wenn das Haus schwankte. So haben wir unsere Decken genommen und sind zum Auto gegangen. Dort haben wir drei die Nacht verbracht. Ich habe nicht gebadet, nicht einmal meine Zähne habe ich geputzt. Bei Sonnenaufgang haben wir uns in drei Filmteams aufgeteilt und sind losgefahren. Wir sind jetzt im Landesinneren, weit weg von der Küste und weit weg vom Hafen. Die Schiffe wurden bis hierher geschleppt und haben großen Schaden angerichtet. Früher war diese Gegend berühmt für den Seetang. Jetzt sind die Schiffe umgekippt. Das Auto ist versunken. Das Haus wurde vom Tsunami mitgerissen. Auch vom Hubschrauber aus ist kaum noch erkennbar, wo entlang der Stadt Soma einst die Küstenlinie verlief. Den Lokalreportern wird die bis vor kurzem vertraute eigene Region fremd. Ich wollte schon als kleines Mädchen Fernsehmoderatorin werden. In Fukushima wurde mein Traum dann wahr. Deshalb ist das ein so wichtiger Ort für mich. Ich habe hier in den vergangenen 16 Jahren so viele Dinge gelernt. Dann habe ich über die Tsunami-Schäden berichtet. Plötzlich fühlte ich, dass ich nützlich bin. Wenn ich zur falschen Zeit hier gewesen wäre, hätte ich hier auch während einer Reportage sterben können. Aber zum Glück bin ich immer noch wohlauf und kann so der Region Fukushima etwas von dem zurückgeben, was sie mir geschenkt hat, mein Leben. Hallo, entschuldigen Sie bitte. Wir sind von Fukushima Central Television. Hatten Sie hier ein Geschäft? Ja, das war mein Laden, aber ich kann hier nichts mehr tun. Ich war sehr stolz auf diesen Platz. Vom Obergeschoss aus konnte man am Abend den Leuchtturm und das Licht aus dem Heizkraftwerk sehen. Ein wunderschöner Ort. Ich habe den Leuten immer gesagt, ich kann hier nicht weg. Mein Garten ist der Pazifische Ozean. Deshalb kamen sie zu mir. Jetzt bin ich traurig. Ja. Das ist das Bild. Wurde das Haus weggespült?
Das Erdgeschoss stand ganz unter Wasser. Der Rest unseres Hauses ist auch nicht mehr bewohnbar. Dieses Haus also auch. Es hat schweren Schaden genommen. Das Obergeschoss ist in Ordnung, aber das Erdgeschoss ist total zerstört. Wie geht es Ihnen jetzt? Ich bin sehr traurig. Erst das Erdbeben und dann der Tsunami. Das macht mir Angst. Ich mochte das Meer sehr, aber jetzt nicht mehr. Ich will hier nicht mehr leben, an einem Strand wie diesem. Ich habe genug davon. Der Tsunami hat mehr als 18.000 Menschen in der Provinz Tohoku das Leben gekostet. Die japanischen Reporter zeigen grundsätzlich keine Toten. Die Bergungsarbeiten gehen in aller Stille vor sich. Hat Ihr Haus etwas abbekommen? Irgendwie ist ihm nichts passiert. Wo haben Sie die Nacht verbracht? Wir haben uns erstmal in ein Lokal geflüchtet, als der Tsunami kam. Und als wir das laute Geräusch der Welle gehört haben, sind wir auf einen nahen Hügel gerannt. Wir sind auf eine Art Balkon gestiegen. Es war ein totales Desaster. Ich habe überhaupt nicht mehr gewusst, was ich den Zuschauern sagen soll. Uns bot sich ein Bild des Grauens. Alles war zertrümmert und es hat überall gebrannt. Ich war sprachlos. Entschuldigung, wo waren Sie? Ich war dort drüben. Auf diesem weißen Haus, die ganze Nacht. Wie spät war das gestern? Vielleicht 4 Uhr? Dann kam die Welle und alles um mich herum ist einfach weggeflogen. Ich habe nur noch versucht, mich festzuhalten. Es fällt mir heute noch schwer, überhaupt Worte für das zu finden, was passiert ist. Das Wort Hölle wollte ich gar nicht benutzen. Ich habe immer nur von Schäden gesprochen und darüber, in welch grauenhafter Lage die Menschen hier sind. Es war ganz klar, dass viele Menschen gestorben sind. Meine Knie zitterten. Aber ich musste einfach darüber berichten. Also habe ich meine Gefühle beiseite geschoben. Und wir haben die Kamera laufen lassen. Gedanken an meine Familie schossen mir durch den Kopf. Ich konnte mit niemandem sprechen. Deshalb war ich auch sehr besorgt. Aber letztlich hat mich meine Arbeit mehr beschäftigt. Das war am 11. Wir haben ihn von der Telefonzelle im Supermarkt aus angerufen. Ich glaube, am 15. habe ich erstmals mit ihm sprechen können. Ich machte mir große Sorgen. Der Akku meines Mobiltelefons war nach dem Stromausfall schnell leer. Ich hatte keine Ahnung, ob es meinem Mann gut ging oder nicht. Das ist eine Bärenglocke. Wir nennen das Komasuzu. Eigentlich ist der Bär eher nervös und feige. Wenn er aber überraschend auf Menschen trifft, erschreckt er sich so sehr, dass er angreift. Wenn man diese Glocke dabei hat, wird die Anwesenheit eines Menschen für den Bären schon früh klar und er attackiert nicht. Beide Seiten werden so vom Unglück verschont. Das ist eine alte japanische Weisheit. Sato führt uns auf einen einsamen Hügel im Wald. Auf dem Hügel steht ein hoher Stahlmast. Um die Jahrtausendwende konnte Sato seine Vorgesetzten davon überzeugen, hier oben eine automatische Kamera einrichten zu dürfen.
Die Kamera ist seither auf das Kernkraftwerk Fukushima Daiichi 1 gerichtet, das in 17 Kilometern Entfernung direkt an der Pazifikküste liegt. Zum Zeitpunkt des Tohoku-Bebens hatte die technisch inzwischen etwas veraltete Kamera bereits seit mehr als 10 Jahren auf die Kraftwerksanlage geblickt. Mir war klar, dass wenn im Kernkraftwerk etwas passiert, würde es etwas sehr Ernsthaftes sein. Nach der Tschernobyl-Katastrophe dachte ich, dass eine Kamera hier oben gut wäre. Ich habe es durchaus für möglich gehalten, dass irgendwann einmal ein Unfall passieren wird. Aber ein solches Ausmaß konnte ich mir nicht vorstellen. Satos Kamera ist die einzige, die Bilder von der ersten Explosion im Reaktorblock 1 festhalten kann. Alle anderen Überwachungskameras, die näher am Kernkraftwerk postiert sind, fallen durch den Tsunami oder wegen fehlenden Stroms aus. Die Techniker in den Redaktionsräumen von Fukushima Central Television können zunächst ihren Augen nicht trauen. Ich merkte sofort, dass da etwas nicht stimmt. Also drückte ich den Aufnahmeknopf, ging mit dem Material in den Schneideraum und sah mir das Ganze nochmal in Vergrößerung an. Dann sah ich, wie das Gebäude von Reaktor 1 von einer Explosion aufgerissen wurde. Ich war einen Moment lang starr vor Schreck. Aber dann habe ich sofort unserem Chef Bescheid gegeben. Was war da direkt vor unseren Augen passiert? Was war das? Auf dem Filmmaterial sieht man zweifellos Dörfer und Wälder. Gar keine Frage, dort leben Menschen. Es war wichtig, diesen Leuten zu sagen, dass sie fliehen müssen. Und zwar so schnell es nur geht. Deshalb haben wir von den bundesweiten Nachrichten, so schnell es ging, in eine lokale Live-Sendung für die Menschen hier in der Region umgeschaltet. Vor einer Minute entwich eine große Rauchwolke aus dem Gebäude von Reaktor 1 des Kernkraftwerks in Fukushima. Große Rauchschwaden treten aus und ziehen nördlich weg. Es könnte auch Dampf sein. Es könnte sich auch um Dampf handeln und nicht um Rauch. Diese Bilder zeigen die Situation um 15.36 Uhr. Mein Elternhaus liegt etwa 30 Kilometer vom Kernkraftwerk entfernt. Als ich das sah, dachte ich, dass ich sofort meinen Eltern, Freunden und Verwandten Bescheid geben muss, damit sie sich in Sicherheit bringen können. Die erste Explosion ereignete sich bereits einen Tag nach Erdbeben und Tsunami. Kein Mitarbeiter des Senders war seither zu Hause. In den ersten zwei Tagen blieben alle im Büro. Die Erde hat immer wieder gebebt. Wir konnten gar nicht nach Hause fahren. Natürlich haben wir uns alle Sorgen um unsere Familie gemacht. Aber wir mussten vom ersten Erdbeben an senden und die Leute über die aktuelle Lage informieren. Wir blieben die ganze Zeit im Büro. Wenn wir mal nach Hause gegangen sind, haben wir 4 bis 5 Stunden geschlafen und sind dann wieder in die Firma gefahren, um weiterzuarbeiten. Für mich war es am wichtigsten, sowohl die Mitarbeiter, die im Büro waren, anzuleiten, als auch den Leuten Rückendeckung zu geben, die nach Hause gingen. Jeder stand emotional sehr unter Druck und jeder hat anders darauf reagiert. Tja, ein Mensch muss schlafen, nicht wahr? Vielleicht liegt es ja an meinem Alter. Als ich noch jung war, blieb ich immer noch ziemlich munter, wenn ich ein paar Tage lang nicht geschlafen habe. Jetzt konnte ich mir nicht mal mehr das Gesicht waschen. Ich konnte mich nicht mehr schminken. Nicht mal meine dunklen Augenringe konnte ich unter der Schminke verbergen. Und meine Haare konnte ich nicht waschen. Deshalb wurden sie immer wirrer. Als die Zuschauer mich gesehen haben, machten sie sich Sorgen um mich. Am 14. März explodiert das Gebäude von Block 3 des Kernkraftwerks.
Nach und nach kommt es bis zum 15. März in 4 von insgesamt 6 Reaktorblöcken zu Explosionen. Nach den Explosionen im Kernkraftwerk wurde die Stimmung hier im Sender sehr sonderbar. So etwas hatte ich nie zuvor erlebt. Dann fiel erstmals das Wort Kernschmelze. Danach waren alle psychisch an der Grenze. Ich habe mir echte Sorgen um meine Kinder gemacht. Aber über meine Leute im Sender war ich noch mehr besorgt. Der Sender erlaubte uns, für ein paar Tage die Firma zu verlassen. Ich habe dann mit meinem Vorgesetzten gesprochen und ihm gesagt, dass ich meine Kinder fortbringen will und danach zurückkommen würde. Meine Kollegen waren für mich zu diesem Zeitpunkt auch ein Teil meiner Familie. Als ich meinem Vorgesetzten sagte, dass ich ein paar Tage frei nehmen will, hatte ich Tränen in den Augen. Es ist tatsächlich ziemlich schwierig, die Leute zu verstehen. Damals drehte sich für uns alles darum, wie wir das Erlebte selbst verarbeiten und einen kühlen Kopf bewahren können. Es ging auch darum, wie wir die Mitarbeiter, die weg waren, wieder aufnehmen. Als ich zurück ins Büro kam, sah ich die Gesichter meiner Kollegen. Sie alle arbeiteten rund um die Uhr und waren extrem gestresst. Ich dachte eigentlich, dass sie sich freuen, wenn ich wieder da bin. Aber so war es nicht. Die waren ziemlich zornig. Mein eigenes Team sagte mir, sie brauchen mich nicht mehr. Sie hätten keine Arbeit mehr für mich. Vor einer Turnhalle in Koriyama hat man damit begonnen, die Leute, die aus einem Umkreis von 20 Kilometern um das Kernkraftwerk fliehen müssen, auf Radioaktivität zu untersuchen. Zunächst wird eine Zone rund um das Kernkraftwerk evakuiert, in der bis dahin 70.000 Menschen leben. Kurz darauf fliehen 90.000 Menschen aus der weiteren Umgebung. Als ich die Explosion hörte, dachte ich, dass ich mich so schnell wie möglich ins Auto setzen und in Sicherheit bringen muss. Sicher war ein kritischer Punkt erreicht. Das Geräusch der Explosion allein war unheimlich. Ich kann nicht anders, als mit den Menschen hier zu fühlen. Das Dorf Kawauchimura liegt 30 Kilometer vom Kernkraftwerk entfernt und musste evakuiert werden. Als die Menschen das Dorf verließen, sagte der Bürgermeister: Auf Wiedersehen, ich wünsche euch das Beste, vor allem Gesundheit. Ich musste davon berichten. Verstehen Sie, ich konnte einfach nicht begreifen, warum die Menschen ihre Heimat verlassen müssen. Entschuldigung, wenn ich heute daran denke, werde ich noch immer traurig. Ich hatte immer das Gefühl, dass ich mein Schicksal mit allen Menschen teile, mit ihnen lebe. Jedes Mal bekomme ich dieses Gefühl aufs Neue und kann es nicht kontrollieren. Ich versuchte, so viele Informationen wie möglich zu verbreiten. Vielleicht zu viele, dachte ich. Aber dann haben die Leute uns geschrieben und uns ermutigt. Sie sagten, dass wir ihnen sehr helfen. Wir haben ganz detaillierte Fragen von Zuschauern zur Lage bekommen. Der Druck war enorm. Wir durften ja nur über tatsächlich belegte Fakten sprechen. Nichts durfte ungenau bleiben. Gibt es eine Hoffnung für Fukushima? Vielleicht in der Zukunft? Können die Leute, die evakuiert wurden, auf eine Rückkehr hoffen? Ich kann im Moment nicht mehr tun, als mich bei den Menschen in Fukushima zu entschuldigen. Ich werde alles dafür tun, ihnen wieder ihre Hoffnung zurückzugeben. Das ist im Moment alles, was ich sagen kann. Es ist sehr schwierig, Ja oder Nein zu sagen.
Wir möchten aber mit aller Kraft daran arbeiten. Wir von Fukushima Central Television waren diejenigen, die Ihnen die Explosionen der Kraftwerksgebäude zeigten. Jetzt wollen wir für Sie auch aus dem Inneren des zerstörten Kernkraftwerks berichten. Nachdem wir die Explosionen gefilmt hatten, waren wir verpflichtet, da reinzugehen. Wir hatten etwas gezeigt, das sonst vielleicht vertuscht oder versteckt worden wäre. Das Bild hatte eine wahnsinnige Macht. Es zeigte, dass Fukushima nicht mehr sicher war. Und wir haben dieses Bild der Zerstörung unserer Region in alle Welt verbreitet. Jetzt wollte ich dahin zurück, um zu verstehen, was wirklich passiert ist. Ich hatte aber sehr viel Angst. Als ich im Fernsehen die Männer mit der schweren Ausrüstung, also mit Schutzanzug und Maske, ins Kernkraftwerk gehen sah, da habe ich mir schon Gedanken gemacht, ob alles in Ordnung ist und wie genau die Situation vor Ort wohl ist. Ich war wirklich sehr besorgt. Kurz nach der Explosion habe ich mich selbstverständlich nicht dem Kernkraftwerk genähert. Dann aber, 9 Monate später, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, genauer 8 Monate später, habe ich das Gebäude zum ersten Mal betreten. Im Gebäude herrschte damals riesiges Chaos. Um etwas zu sehen, haben wir einen Restlichtverstärker benutzt. Und wir haben zum ersten Mal über die schreckliche Situation im Inneren der Anlage berichtet. Das Wichtigste für mich war, selbst zu sehen, was dort vor sich ging. Das Kernkraftwerk bedrohte meine Mitbürger und unsere Sicherheit. Ich musste einfach dorthin gehen und den Zuschauern von dort berichten. Schließlich arbeiteten nach wie vor mehr als 1000 Leute dort. Ich wollte ein Gefühl dafür bekommen, wie es ist, wenn man dort arbeitet. Dieses Gefühl, das die Arbeiter haben, dachte ich, muss ich weitergeben. Als es darum ging, wer von den Reportern in das Kernkraftwerk geht, habe ich mich gemeldet. Ich hatte die meiste Erfahrung und ich war der Jüngste. Ich wusste, wenn ich es nicht mache, macht es keiner. Ich wollte der Erste sein, der dorthin geht. Meine Familie hat mich unterstützt. Meine Tochter hat mir einen Brief geschrieben. Selbst die Kinder machen sich Sorgen, dachte ich. Von diesem Augenblick an wusste ich, jetzt muss ich weitermachen. Zu dieser Zeit leben die Murakamis in der Stadt Fukushima, die der gleichnamigen Region den Namen gibt. Ihr Haus liegt etwa 50 Kilometer vom Kernkraftwerk entfernt. Am Wochenende reinigt Reporter Murakami die Fassade regelmäßig mit einem Dampfstrahler. Die radioaktive Strahlung lag hier im März 2011 kurzfristig rund 60 Mal höher als der in Deutschland als unbedenklich geltende Grenzwert. Oh,
Murakamis Kinder tragen wie alle Schulkinder Dosimeter um den Hals, die ihre radioaktive Belastung messen. Ausgelesen werden können die Geräte nur von den Behörden. Wenn ich an die Bauern in Fukushima denke, möchte ich Produkte aus Fukushima essen. Aber weil meine Kinder noch klein sind, versuche ich, die Sachen von möglichst weit weg zu kaufen. Es gibt einen Moment, den ich sehr bereue. Normalerweise stelle ich immer sehr kritische Fragen, auch wenn hochrangige Vertreter von TEPCO oder von der Regierung hierher kommen. Ich frage immer als Vertreter der Menschen in der Region Fukushima. Aber an diesem Abend war ich sehr müde. Es war sehr spät, als wir unsere Kamera aufbauten. Das Ministerium für Bildung, Kultur, Sport, Wissenschaft und Technik gab bekannt, dass die maximal zulässige jährliche Dosis für radioaktive Strahlung in der Region und all ihren Schulen auf 20 Millisievert pro Jahr angehoben wird. Bis dahin galt der internationale Standard von einem Millisievert. Ich habe nicht schnell genug nachgehakt. Als Vertreter der Region Fukushima hätte ich sagen sollen, dass ich mit dieser Erhöhung nicht einverstanden bin. Ich hätte protestieren sollen. Nur so hätte ich vielleicht etwas ändern können. Ich kann mich nicht genug dafür entschuldigen, dass ich die Einzige bin, die überlebt hat. Erst Wochen nach dem Unglück erlaubt die Regierung den Katastrophenopfern erstmals wieder ihre Heimat zu besuchen. Was empfinden Sie heute? Ich möchte meinen toten Verwandten unbedingt etwas mitbringen. Ich habe viel mitgebracht. Meine Schwägerin liebte Tomaten. Meine Mutter mochte knuspriges Zuckerbrot, deshalb bringe ich das mit in die Sperrzone. Alles zum Essen. Ja, so ist es. Für einige Stunden dürfen Anwohner wieder in die Sperrzone zurückkehren. Sie tragen Schutzanzüge. Ihre einstige Heimat wurde erst vom Tsunami verwüstet und wenige Tage danach durch die Havarie des Kernkraftwerks unbewohnbar gemacht. Eine Frau kam nach Namie zurück, wo sie unter anderem ihre Schwester im Tsunami verloren hatte. Sie hatte die Gegend nach dem Nuklearunfall verlassen müssen. Sie musste lange darauf warten, mit ihrem Kassettenrekorder wieder zurückkommen zu können, um im Gedenken an ihre Schwester hier diese Musik spielen zu dürfen. Ich habe sie dabei gefilmt. Sie hat sehr geweint, als sie die Musik für ihre Schwester spielte. Das hat mich sehr bedrückt. Warum bist du nicht geflohen, du Dummkopf? Oh.
Das ist meine Schwester mit ihrem Ehemann. Der Mann wurde nicht mehr gefunden? Nein, meine Mutter auch nicht. Ich bin sicher, sie wollte dieses Trauerritual so bald wie möglich durchführen. Aber sie konnte nicht, weil sie wegen des Nuklearunfalls plötzlich von hier evakuiert wurde. Und ich denke, sie hat die ganze Zeit über ihre Gefühle tief in sich bewahrt. Als sie dann schließlich wieder dorthin kam, wo früher ihr Zuhause war, kamen all diese Gefühle plötzlich heraus. Sie sind einfach explodiert. Die Sperrzone, in der wir das gedreht haben, hat sich nicht verändert wegen des Nuklearunfalls und der radioaktiven Strahlung. Wenn ich das sehe, kommen Wut und Traurigkeit in mir hoch. Ich weiß nicht, wie ich mich ausdrücken soll. Die Zeit steht still. Nur das Gras ist gewachsen. Nach dem Reaktorunfall wird die Zone um das Kernkraftwerk zunächst vollständig abgeriegelt. Im April, 6 Wochen nach der Katastrophe, können die Reporter einige Anwohner begleiten, die zum ersten Mal für kurze Zeit nach Hause dürfen. Einige von ihnen besuchen Tiere, die sie zurücklassen mussten. Komm her, Tama. Tama? Ist das überhaupt Tama? Die hier sieht ganz schön verwildert aus. Tama, zum Glück verstehst du nicht, was hier geschehen ist. Ich bin stolz auf die Katze. Soll ich hier vielleicht die Schüssel mit dem Wasser rausstellen? Sie schnurrt. Gutes Mädchen. Sie hat nichts mehr zu fressen. Das wissen wir nicht. Du tust mir so leid. Viel Glück. Ihr geht's gut, aber sie muss hier in der Zone bleiben. Einige Bauern haben ihre Tiere vor der eiligen Evakuierung noch freilassen können. Aber niemand weiß, wie sie jetzt, inzwischen 6 Monate nach dem Unglück, auf Menschen reagieren. Das Bauern-Ehepaar muss vorsichtig sein. Wenn Hiroko da ist, dann sind noch mehr von unseren Kühen hier. Das weiß ich einfach. Ich freue mich so, wieder hier zu sein. Bitte entschuldigen Sie, bitte bleiben Sie hier stehen, weil die Tiere sonst weglaufen. Wenn es laut wird, rennen sie auf uns zu. Bitte aufpassen. Oh nein, sie sind nicht rausgekommen. Sie konnten nicht weglaufen.
Das tut mir so leid. Sie sind nicht rausgekommen, auch das Kalb nicht. Süß. Ich mach mal ein Foto von dir. Niemand sieht mehr die Blüten, unter denen in früheren Jahren das Kirschblütenfest gefeiert wurde. Pflanzen nehmen besonders viel Radioaktivität auf. Die Strahlung in dieser Straße, der Sperrzone, beträgt das Hundertfache des deutschen Unbedenklichkeitswerts. Hier herrschen sehr hohe Werte. Wir messen ca. 10 Mikrosievert pro Stunde. Fast 20 Monate sind seit dem Unglück vergangen, als wir Reporter Murakami unter vorweihnachtlicher Beleuchtung wieder in Fukushima treffen. In Tokio hat man das alles hier schon wieder vergessen. Die Bilder und Stimmen aus dem Katastrophengebiet erreichen die Hauptstadt nicht mehr. Damit nichts in Vergessenheit gerät, ist es unser Auftrag, weiter über Fukushima zu berichten. Wir wollen weiterdrehen und die verschiedenen Meinungen in der Bevölkerung von Fukushima aufnehmen. Zurzeit begleite ich eine Theatergruppe junger Schülerinnen. Darum bin ich jetzt unterwegs. Ich suche nach Meinungen und Stimmungen und werde sie doch nie alle einfangen können, da es so viele Stimmen gibt. Wenn ich irgendwann einmal ein Kind bekäme, wäre es wahrscheinlich behindert. Und uns schiebt man die Schuld in die Schuhe. Die Lage in Fukushima ist schlimm. Fukushima ist radioaktiv verseucht. Die Leute, die nicht in Fukushima leben, strafen mich mit Verachtung. War das Ganze denn meine Schuld? Es wird 30 bis 40 Jahre dauern, bis die Kraftwerksanlage stillgelegt ist. Auch dann werden junge Menschen wieder die Säulen der Gesellschaft sein. Was die wohl denken werden und welche Ängste sie haben werden. Ich will die Nachricht verbreiten, dass Erwachsene keine verantwortungslose Gesellschaft schaffen dürfen. Sie müssen eine Gesellschaft für ihre Kinder und Kindeskinder schaffen. Für die Kinder der Zukunft? Ihr habt das Wort Zukunft seiner Bedeutung beraubt. Ihr habt sie zerstört. Wer auch immer das hört, bitte helft uns. Es ist wieder Herbst in Tokio. Der dritte Herbst seit der Katastrophe von Fukushima. Über Nacht wird Halloween gefeiert. Am folgenden Morgen gibt es ein Wiedersehen mit einer guten Bekannten aus Fukushima. Guten Tag.
Lange nicht mehr gesehen. Gott sei Dank geht es uns gut. Bitte kommen Sie herein. Moderatorin Nakayama hat ein Kind bekommen und lebt in einem Viertel am Rand von Tokio, in dem viele junge Familien wohnen. Ich habe die Katastrophe erlebt. Ich habe die Verbindung zwischen Menschen sehr stark wahrgenommen. Vor allem denke ich, dass das Leben sehr wertvoll ist. Das habe ich hautnah erfahren. Mittendrin in dieser Zeit habe ich alleine in Koriyama gelebt. Damals habe ich auch meinen Mann kennengelernt. Ich hatte das Gefühl gehabt, dass ich mit ihm zusammenleben möchte. Eigentlich wäre es mir am liebsten gewesen, wenn das alles in Fukushima funktioniert hätte. Aber weil mein Mann hier arbeiten muss, sind wir nach Tokio gezogen. Ja, dann wurde dieses Kind geboren. Oder besser gesagt, ich war mit diesem Kind schwanger. Und, ja. Ich dachte, es ist jetzt das Wichtigste, dass ich dieses Kind großziehe. Fukushima hat meinen Traum wachsen lassen und erfüllt. Mein Traum war es, Ansagerin zu werden. Aber nun ist meine Aufgabe, das Kind großzuziehen, denke ich. Dafür lebe ich jetzt. Nachdem ich hierher gezogen war, überraschte oder eher schockierte mich am meisten, dass ich kaum Nachrichten über Fukushima hörte. Natürlich, wenn es etwas Neues gibt, wird berichtet. Aber wenn ich in Fukushima wäre, hätte ich gedacht, dass das ein großes Ereignis ist und natürlich unsere Top-Meldung. Hier wird nur ganz kurz darüber berichtet. Das ist vielleicht meine persönliche Meinung, aber ich finde, dass die Leute hier ihre Augen vor der Realität verschließen. Trotz allem hat in meinem Bauch ein neues Leben begonnen. Dass ich überlebt habe, hat den Grund, damit ich Mutter werde und das Kind großziehe. Das ist jetzt das Wichtigste für mich, denke ich. Die Bahnstrecke in die Sperrzone von Fukushima ist überwuchert. Hier, vor den Toren Tokios, beginnt eine andere Welt. Für manche weniger belastete Gebiete wird die Sperrzone inzwischen bei Tageslicht geöffnet. Leben kann hier niemand. Es fehlt an Infrastruktur und nicht zuletzt an Sicherheit. Im Jahr nach dem Unglück bringt Reporter Murakami seine Kinder zu einem Spielplatz, wo der öffentliche Radioaktivitätsmesser besonders niedrige Werte anzeigt. Die
Die Familie nimmt zu dieser Zeit eine Stunde Autofahrt von ihrem Zuhause bis hierher auf sich. Heute spielen die Kinder wieder in der Stadt Fukushima. Die Strahlungswerte sind nur noch viermal so hoch wie vor den Unfällen im Kernkraftwerk. Die Kinder wachsen jedes Jahr. Darüber freue ich mich sehr. Als die Gebäude des Kernkraftwerks explodierten, sind wir nicht geflüchtet. Ich blieb zusammen mit der Familie hier. Dadurch ist unsere Verbindung stärker geworden. Andererseits habe ich sie an dem Ort bleiben lassen, wo eine hohe Radioaktivität herrscht. Der Einfluss der Strahlung zeigt sich ja nicht sofort. Erst in 5 oder 10 Jahren werden wir mehr wissen. Darüber mache ich mir große Sorgen. Ich muss sie regelmäßig untersuchen lassen. Das Shichi-Gozan-Fest ist ein festliches Ritual für die 3-, 5- und 7-jährigen Kinder. Im Schrein erbitten wir für sie eine gesunde und glückliche Zukunft. In Japan ein ganz übliches Ritual. Für mich hat es jedoch eine besondere Bedeutung. Es macht mich sehr glücklich. Man braucht einen sehr starken Willen und Kraft, um über Fukushima zu berichten. Es ist egal, ob ich sage, weil ich in Fukushima ein Haus gebaut habe, lebe ich mit meiner Familie in Fukushima und berichte über Fukushima, oder ob ich sage, weil ich über Fukushima weiter berichten möchte, habe ich mir in Fukushima ein neues Haus gebaut. Wir machen uns nicht mehr so viele Gedanken wie früher. Da wir schon so lange mit der Radioaktivität in Fukushima konfrontiert sind, haben wir sehr viel gelernt. Wir, zumindest die meisten Familien, wissen, welche Lebensmittel wie stark verstrahlt sind. Dass die Produkte aus Fukushima kommen, ist nicht problematisch, sondern vielmehr zu wissen, welche Produkte hohe Werte haben und welche nicht. Wir müssen auf Pilze achten und ebenfalls auf unser Brennholz. Brennholz, welches aus Fukushima stammt, ist auf seiner Oberfläche hochradioaktiv belastet. Man nimmt die Rinde ab und verbrennt nur den inneren Kern des Baums. Im Augenblick mache ich mir etwas Sorgen um das Brennholz und kaufe deshalb mein Brennholz von außerhalb der Region Fukushima. Kameramann Yanai bereitet sich auf einen weiteren Besuch in der Sperrzone vor. Seit der Katastrophe ist hier nichts passiert. Man kann unmöglich hier leben, denke ich. Die Gebäude, die Straßen, alles ist in einem furchtbaren Zustand. Unverändert seit damals. Aber ich werde auch weiterhin in der Gefahrenzone drehen. Ich will nicht, dass das hier in Vergessenheit gerät. Ich bleibe bei diesem Thema. Ich werde weiter zeigen, wie die Realität in diesem Gebiet aussieht. Yanai begegnet auf seiner Tour durch die Sperrzone einem älteren Ehepaar, das hier den Ort besucht, an dem früher einmal ihr Haus stand. Auf Schutzkleidung legen die beiden keinen Wert. Sie können die Reaktorgebäude von hier aus sehen. Was glauben Sie, wie weit ist der erste Block von hier entfernt? Das sind vielleicht nicht ganz 5 Kilometer. Was empfinden Sie bei diesem Anblick? Wenn ich die Blumen anschaue, um die ich mich gekümmert habe, tut mein Herz weh. Den Schuh meiner Schwiegertochter habe ich gefunden. Es macht mich so traurig, das hier zu sehen. Aber 6 aus der Familie wurden gerettet. Und das gibt uns die Kraft, weiterzumachen. Das Dosimeter schlägt ununterbrochen Alarm. Das Gerät ist eben sehr empfindlich. Es fühlt sich hier an wie auf dem Friedhof. Hier kommt wahrscheinlich niemand mehr her.
Der Unfall im Kernkraftwerk hat Namie und anderen Städten großen Schaden zugefügt. Der Anblick hier verändert sich kaum noch. Ja, meine Einstellung zur Arbeit hat sich geändert. Ich möchte selbst die Informationen sammeln, über die ich berichte. Ich will nicht mehr einfach nur Aufträge ausführen, sondern eigene Geschichten finden. In den Hügeln von Tomioka lebt Naoto Matsumura. Viele kennen ihn als den Mann, der sich um die Tiere in der radioaktiven Zone kümmert. Die Regierung hat es ihm erlaubt, hier zu wohnen, wo sonst kein Mensch mehr lebt. Als der erste Block explodiert ist, dachte ich, bald wird hier alles in die Luft fliegen. Nach der ersten Explosion wird niemand mehr im Kernkraftwerk bleiben wollen, dachte ich. Und dann werden nach und nach alle Gebäude des Kraftwerks explodieren. Wir sollten hier nicht bleiben. Nachdem wir nicht in den Norden fliehen konnten, flohen wir Richtung Süden. Mein Vater hat eine jüngere Schwester, die in Iwaki wohnt. Wir beschlossen, dorthin zu gehen. Aber sie hat uns abgewiesen. Sie hat schon auf der Türschwelle den Eintritt verweigert, weil wir zu viel Radioaktivität in uns tragen. Wir durften nicht in ihr Haus eintreten, weil sie Kleinkinder zu Hause hat. Sie hat uns dann von einer Notunterkunft in der Nähe erzählt. Wir sind zu dieser Notunterkunft gegangen, aber auch in der Notunterkunft hat man uns nicht reingelassen. Ich sagte dann zu meinem Vater, egal wo wir hingehen werden, überall werden sie uns ablehnen. Dann sind wir eben zurück nach Hause gegangen. Mein Vater war sehr aufgebracht. Er hat geweint. Schließlich hatte er sich um seine Schwester gekümmert, als sie klein war. Aber damals hatten halt alle Angst. Ich werde nicht jetzt sterben, aber in 5 Jahren oder 6 Jahren werde ich an Krebs oder Leukämie sterben. Daran kann man nichts ändern. Ich denke sehr nüchtern darüber. Ich bin ja auch schon über 50. Als alle weg waren, war es auf einmal ganz still. Ich habe wochenlang kein einziges Geräusch gehört. Es gab keinen Strom, nur Kerzen. Abends konnte ich nur etwas trinken und ins Bett gehen. Ich habe Reiswein von verschiedenen Leuten als Geschenk bekommen. Rundherum sind ja alle geflohen. Am meisten Reiswein gab es dort im Hotel. Der Besitzer war mein Freund. Er hat mich angerufen und gesagt, den ganzen Reiswein in meinem Haus darfst du trinken. Matsumura hat ganz offiziell die Erlaubnis, Tiere in der Sperrzone zu füttern. Er fährt tagtäglich durch die menschenleere Stadt Tomioka, um zu seinen Kühen zu kommen. Am Anfang habe ich mich wirklich einsam gefühlt hier. Besonders nachts oder in der Stadt fühlte ich mich allein. Die Tiere sind in der gleichen Lage wie ich. Sie sind hier zurückgelassen worden. Sie überlebten zwar, aber die Katastrophe hat sie in eine grausame Situation gebracht. Sie sind ja alle meine Leidensgenossen. Aber die Kühe sterben natürlich auch. Die Kuh ist eigentlich ein sehr liebenswürdiges Tier. Aber wenn ich ihnen gutes Futter anbiete, streiten sie darum.
Dieses Pony dort ist der stärkste. Wenn ich mich nicht um sie gekümmert hätte, wären sie alle tot. Am Anfang habe ich mit Kühen nichts zu tun gehabt. Ich habe mich zuerst um Katzen und Hunde gekümmert. Hunde und Katzen sind besonders stark mit dem Zuhause verbunden. Mit der Zeit fing die Regierung an, die Kühe zu töten, aus Angst vor verwilderten Tieren. Das konnte ich dann stoppen. Am Anfang dachte ich, wenn die Regierung dekontaminiert, wird alles sauber. Dann kommen alle Leute zurück. Zunächst habe ich 100% an die Dekontamination geglaubt. Wenn es sehr viel Geld kostet und der Staat das übernimmt, dann wird es sauber und man kann hier wieder wohnen. Über ein Jahr habe ich das geglaubt. Aber andererseits habe ich mich schon gefragt, wie weit kann die Dekontamination überhaupt gehen? Zum Beispiel, wird man bis zum Gipfel der Berge dekontaminieren? Wenn man sich das mal überlegt. Es wird nur in einem Umkreis von 20 Metern um jedes Haus herum entsorgt. Wenn der Wind oder Regen verschmutztes Material aus dem Wald oder aus den Bergen an tiefer liegende Orte trägt, wird schnell alles wieder wie vorher. Die Dekontamination wird ewig dauern. Das wissen alle. Die jungen Leute sagen, dass sie nie wieder zurückkehren werden. Wenn jemand all die Säcke sieht, dann hat er keine Lust mehr zurückzukehren. Wo sonst können wir die verseuchte Erde hin tun? Wer möchte in solch einer Umgebung wohnen? In meinem Privatleben gibt es wohl die größte Veränderung. Ich habe einen Sohn und eine Tochter. Meine Tochter hat dieses Jahr geheiratet und im Sommer ein Baby bekommen. Das ist die wichtigste Veränderung für mich. Nehmen wir einmal an, das Gebiet, das innerhalb des Radius von 20 Kilometern um das Kernkraftwerk liegt und als Evakuierungsgebiet gilt, wird komplett dekontaminiert. Und das Gebiet wird sauber genug sein, um eine Rückkehr zu erlauben. Dann könnten die Evakuierten in 20 oder 30 Jahren ohne Gesundheitsrisiko in ihre Heimat zurückkehren. Technisch ist das möglich. Aber gefühlsmäßig? Kann man 20 oder 30 Jahre das Gefühl aufrechterhalten, in seine einstige Heimat zurückkehren zu wollen? Ich glaube, das ist sehr schwierig. Ob man mit seiner Seele so umgehen kann? Ein kühler Herbstabend auf einem Parkplatz am Rand der Sperrzone. Heute beginnt eine der wichtigsten Phasen der Aufräumarbeiten in den zerstörten Reaktorblöcken. Das Team von Fukushima Central Television wartet auf die Rückkehr von Reporter Murakami aus der Kraftwerksruine. Er wird heute live in den nationalen Hauptabendnachrichten über die Geschehnisse berichten.
Die Probleme mit dem Kernkraftwerk sind noch nicht zu Ende. Es entstehen immer wieder neue Schwierigkeiten. Der Strom fällt aus. Verstrahltes Wasser sickert ins Erdreich. Innerhalb des letzten Jahres gab es sehr viele solcher Zwischenfälle. Eigentlich ist die Stimmung in Japan gegen die Kernkraftwerke eingestellt. Aber die Regierung hält das Thema klein und tendiert eher dazu, das AKW wieder zu eröffnen. Das bedeutet, die Regierung nimmt die Probleme von Fukushima nicht wahr und hat aus dem Unfall nichts gelernt. Ich habe bis gerade eben recherchiert und bin jetzt zurückgekommen. Bisher hat das Kernkraftwerk Nummer 1 nur für schlechte Nachrichten gesorgt. Aber dieses Mal kann ich endlich eine positive Nachricht melden. Denn der erste große Schritt zur Stilllegung, das Herausnehmen von Brennstäben, hat begonnen. Aber diese Arbeit ist sehr mühsam und mit sehr viel Ungewissheit verbunden. Bitte schauen Sie auf diese Tafel. Heute bin ich auf die oberste Plattform gestiegen. Im vierten Gebäude gab es und gibt es zwar keine Brennstäbe im Becken, aber direkt daneben lag gebrauchte Brennstäbe in einem Abklingbecken. Über 1500 Brennstäbe. TEPCO plant, diese gebrauchten Kernbrennstoffe aus dem Gebäude herauszubringen und abzutransportieren. Der Plan ist, jeden einzelnen Brennstab in einem speziellen Verfahren, immer unter Wasser und garantiert ohne Berührung mit der Luft, herauszuholen und in einem Spezialbehälter zu lagern. Damit Trümmerteile von den explodierten Gebäuden in der Umgebung nicht an den Brennstäben hängen bleiben oder sie beschädigen, will TEPCO die Brennstäbe nur sehr langsam mit einem Zentimeter pro Sekunde anheben. Und es gibt eine weitere Angst. Alle 1533 Brennstäbe umzulagern, wird ein Jahr in Anspruch nehmen. Man muss sich Sorgen machen, dass es während dieser heiklen Arbeit weitere große Erdbeben gibt und dabei Brennstäbe runterfallen könnten. In Japan sagt man über Reporter, dass sie wie Blinde umherlaufen. Im ersten Jahr nach der Katastrophe bin ich tatsächlich blind überall hingelaufen, um zu berichten. Im zweiten und dritten Jahr kann ich vieles objektiver betrachten und merke, wie viele wichtige Dinge noch passieren müssen. Die Dekontamination der verstrahlten Gebiete, die Entschädigung der Opfer, die Stilllegung der Reaktoren. Wenn ich alles aufzählen müsste, würde das kein Ende nehmen. Und das Herausschaffen der Brennstoffe aus dem Gebäude, in dem der Unfall passierte, ist sehr schwierig. Es gibt viel zu tun. Wir hoffen, dass TEPCO zuverlässig und sicher arbeiten wird. Das ist das Ende meines Beitrags. Es ist noch zu früh für eine Bilanz. Weiterhin gibt es ständig Unfälle im Kernkraftwerk. Darüber möchte ich berichten. Wenn ich nicht weiter meine Arbeit mache, wird das Bewusstsein für die Lage im Kernkraftwerk langsam verschwinden. Aber ich will genau von dort berichten und davon, wie ich mich dort fühle. Ich muss es Japan und der ganzen Welt berichten, dass die Probleme des Kernkraftwerks in Fukushima noch nicht gelöst sind. In der Region Fukushima leben heute etwa 1,9 Millionen Menschen. Der Gedanke, dass dieses Gebiet von Japan und vom Rest der Welt einfach abgeschrieben wird und in der Isolation verschwindet, ist mir unerträglich. Es geht um 1,9 Millionen Menschen und die sehnen sich nach einer hoffnungsvollen Zukunft. Sie versuchen wenigstens in Ansätzen, ihr Leben wieder aufzubauen. Darum müssen wir ihnen helfen.